Herzlich willkommen, DCTP-TV von der DLD in München im Jahr 2016. Mein Name ist Philipp Banse, ganz herzlich willkommen. Ja, VR, Virtual Reality, das begleitet Leute, die sich mit Technik, Computertechnik beschäftigen, ja nun schon wirklich seit 10, 20 Jahren, taucht immer mal wieder auf. Aber so in der letzten Zeit verdichten sich doch die Anzeichen, dass da wirklich was passiert. Und Johannes Scholl von Icarus hat hier ein Beispiel aufgebaut. Ganz herzlich willkommen, Johannes. Dankeschön. Was zeigt ihr denn hier auf der DLD? Wir zeigen hier unseren Icarus. Das ist eine Kombination aus Fitnessgerät und Virtual Reality Flugsimulator. Wir sehen das so ein bisschen im Hintergrund, aber wir haben das vorhin auch nochmal gefilmt. Wir zeigen einfach mal den Film, wie das funktioniert. Erzähl doch mal, was passiert da? Ja, da sehen wir jetzt, wie sich euer Kollege hier gerade mit dem Gerät vertraut macht. Ja. Du siehst, das ganze Gerät ist eigentlich aufgebaut wie ein großes Gyroskop. Du kannst dich in Roll- und Pitch-Achse kannst du dich bewegen. Und wenn man das ein bisschen gemacht hat, ist das sehr einfach. Aber am Anfang muss man erstmal ein Gefühl für entwickeln. Also das ist kein Motor drin, das ist wirklich Balance. Das ist alles Balance. Du bist in so einer Plank-Position, ja, musst also deine Körperspannung aufrechterhalten. Und da sieht man den Controller eben in der Hand, an der rechten. Genau richtig. Also dieser Controller, da sind verschiedene Sensoren drin, die erfassen also all das, was du auf dem Gerät tust. Man kann drücken. Der erfasst auch den Neigungswinkeln vorne, hinten, links, rechts? Richtig, genau. Also es ist eigentlich zwei Möglichkeiten, mit dem Spiel zu interagieren. Das eine ist die Bewegungen, die du natürlich machst. Und das andere sind die zusätzlichen Knöpfe für schneller, langsamer, schießen und so weiter. Okay, und die Brille ist eine Gear VR? Die Brille ist eine Gear VR, richtig. Großer Vorteil ist, durch das Handy hast du dann ein sehr hochauflösendes Display. Und wie man schön sehen kann, die ist komplett wireless. Ja? Also brauchst keinen zusätzlichen Strom, keinen großen Rechner. Ist sehr, sehr unkompliziert. Wir zeigen mal, was der Kollege da sieht, wenn er da in die Brille guckt. Vielleicht kannst du das nochmal sehen. So, das ist das, was der Mensch auf dem Gerät sieht. Was ist das? Genau, jetzt gerade ist er hier ein bisschen in den Outbounds unterwegs. Also er entfernt sich gerade von dieser Alpenlandschaft, die wir da hinten jetzt sehen. Kommt jetzt gerade ins Bild. Also da unten kann man einen Canyon sehen, den man durchfliegt. Kann. Du kannst die Berglandschaft erkunden, es gibt eine Höhlensektion und so weiter. Also es ist eine schöne dreidimensionale Welt, die du komplett frei durchfliegen kannst. Und jetzt auf diesem Bild sieht es halt so 2D aus, aber er kann sich halt, sagen wir mal, mit seinem Kopf links und rechts umgucken und sieht dann eben auch das, was man so sehen würde, wenn man sich bei diesem Flug umgucken würde. Genau so ist es. Also jeder, der mal so eine VR-Brille auf der Nase hatte, der kann sich da ein bisschen ein Gefühl davon machen. Hier ist es natürlich interessant, dass die Informationen, die du über dein Sehorgan bekommst, sind halt in line mit dem, was du wirklich auch tust. Ja? Also du fliegst runter und das passiert visuell, aber halt auch in der Realität. Ja? Genau, also jeder, der so eine VR-Brille mal aufgehabt hat, glaube ich, merkt, das ist eine neue Dimension so ein bisschen. Also absolut. Da weiß man noch nicht so richtig konkret, was jetzt geht und so. Mhm. Aber wenn man das mal gemacht hat, sich mal umgesehen hat in den Räumen, die man so sieht, da merkt man schon, das geht in die neue Richtung. Was ist das Besondere, was ihr hier macht? Das Besondere, was wir machen, ist eigentlich Sport und Erlebnis miteinander zu verbinden. Denn was wir haben, es gibt diesen Begriff des Seated VR. Das ist dann dieses klassische vor dem Schreibtisch sitzen mit der Brille auf und diese Kopfbewegung machen. Aber das Tolle an der virtuellen Realität ist ja, dass du wirklich die Realität mit einbeziehen kannst und sehr aktiv mit dem Spiel interagieren. Und das ist das, was wir versuchen mit Icarus zu lösen, durch diese sehr neue Art und Weise der Interaktion. Also du bist nicht auf einer Treadmill und dir wird vorgegaukelt zu laufen, denn du weißt ja sehr gut, wie sich Laufen anfühlt, sondern du hast eine ganz neue Art, mit virtueller Realität umzugehen und da einzutauchen wirklich. Was davon habt ihr jetzt entwickelt? Also die Gear VR ist eine Brille, da steckt ein Smartphone drin, auf der Smartphone lädt man eine App und dann sieht man das, was man sieht. Genau. Ihr habt das Gerät offensichtlich entwickelt, die Hardware, dieser Flug. Ist richtig. Michael und ich, die Icarus zusammen gegründet haben, sind beide von Haus aus Industriedesigner. Also kennen uns in Produktentwicklung ein bisschen aus. Und die Brille ist natürlich, wie du sagtest, ein Kaufteil. Die App kann ich mir runterladen. Die Software wurde bei uns im Haus entwickelt. Und das Gleiche gilt für die Hardware, also das Gerät, aber auch für den Controller, sprich die Elektronik und alles, was du brauchst. Und wie redet der Controller mit der App? Wie redet der Controller mit der App? Bluetooth. Also es ist eine einfache Bluetooth-Verbindung. Aha. Siehst du auf deinem Handy, wählst einfach den Controller an und dann ist die Verbindung da. Jetzt gibt es ja noch, also die Gear VR ist so das eine Gerät, wo man halt ein Smartphone reinschieben kann und dann sieht man halt das, was auf dem Smartphone passiert. Richtig. Aber es gibt ja momentan noch so zwei, drei andere Geräte, die andere unterschiedliche Konzepte verfolgen. Oculus ist eins, Sony hat eins für die PlayStation und hilf mir mal. Die HTC Vive beispielsweise. HTC Vive, die mit dem Spieleanbieter das zusammen machen. Inwiefern können diese Geräte euch helfen, die ja auch noch so die Menschen im Raum
tracken können. Die können uns unbedingt helfen. Wir haben uns momentan, wir sind eigentlich unabhängig, was die Hardware angeht. Wir kommunizieren über Bluetooth genauso gut auch mit einem PC und einer Oculus oder mit einem PC und einer Vive oder was auch immer kommunizieren. Wir haben uns im Moment für die Samsung Gear entschieden, eben wegen dieses Wireless-Setups, und das ist das sehr, sehr einfach zu bedienen macht. Du brauchst keinen großen Rechner, brauchst keinen Starkstrom oder sonst irgendetwas, sondern klickst einfach das Ding rein. Aber grundsätzlich sind wir da total offen, was die Geräte angeht. Bei euch ist es jetzt ein Spiel. Mhm. Ne? Viele Spiele müssen extra für diese Brillen entwickelt werden, weil man nicht einfach sagen kann, hier Call of Duty, zack, Brille, läuft. Okay. Sondern wie ist das bei euch mit dem Schwindel zum Beispiel? Wir haben da bislang sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also wir haben bis jetzt schon über 500 Probanden auf dem Gerät gehabt. Es gibt grundsätzlich immer Leute, die auf VR-Anwendungen empfindlicher reagieren als andere. Übelkeit, ne, so. oder Schwindel, gerade am Anfang. Man kann das auch ein bisschen lernen, damit umzugehen. Aber bei uns ein spezieller Vorteil ist wirklich, dass das, was du siehst, passiert auch in der Realität. Also die Neigungswinkel stimmen überein. Deswegen sind die Erfahrungen eigentlich sehr positiv, die wir da bisher hatten. Weil dadurch entsteht ja Übelkeit, dass sozusagen das, was man sieht, nicht mit dem Gleichgewichtssinn der Körperhaltung übereinstimmt. Exakt. Und das geht dann auseinander und dann... Das verwirrt und führt dann zu Übelkeit, Schwindel oder was auch immer. Genau das, ja. VR-Spiele sind das eine, aber es gibt ja durch diese Brille, durch diese neue Hardware, die so auf den Markt gekommen ist, jede Menge Anwendungsideen. Ja? Mhm. Also virtuelle Welten durchwandern, ja, also den Berliner Flughafen, den BER, den es noch nicht gibt, so remodellieren. Richtig. Und durchwandern. Und was schweben dir so für Anwendungen vor, was man so noch machen kann? Es gibt natürlich wahnsinnig viel, du hast es gerade angesprochen, im Bereich Gaming, im Bereich Architektur beispielsweise, neue, wie du sagtest, noch nicht gebaute Objekte zu durchwandern. Für uns steht im Fokus eigentlich das Thema Active VR, so haben wir es geclaimed für uns eigentlich. Also wirklich diese aktive Interaktion mit der virtuellen Realität und nicht nur stupides Umherschauen, sondern wirklich in die Welt eintauchen, diese Immersion stattfinden zu lassen. Und was sind die nächsten Schritte für euer Projekt? Die nächsten Schritte, nächste Woche, darf ich vielleicht hier ankündigen, ist vielleicht ganz cool, sind wir auf der ISPO unterwegs. ISPO hier in München verleihen jedes Jahr einen Brand New Award. Wir sind die glücklichen Gewinner dieses Jahr und werden mit zwei brandneuen Prototypen auf der ISPO am Start sein und haben auch schon begonnen, die ersten Geräte zu produzieren. Und Ende März werden wir tatsächlich auch dann die ersten Icarus schon ausliefern können. Und was wird daran anders sein an der neuen Version? Es wird in Sachen Software noch eine Menge Erweiterungen geben. Es wird einen Battle-Mode geben, einen Racetrack. Ultimativ wird es auch mal einen Multiplayer-Modus geben. Das wird sehr interessant. Und dann sind es letzte Tweaks an der Hardware, die man noch machen muss. Aber wir sind da jetzt mittlerweile schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Was kostet denn so ein Gerät, wenn ich das mir hinstellen will? Wenn du es dir hinstellen willst, kannst du das, wenngleich wir im Moment eigentlich eine nicht Endkonsumentenversion, sondern vor allen Dingen für Fitnessstudios und Arcades angepasste Version haben. Die kostet für einen Endkonsumenten circa, je nach Setup, 7.500 € komplett. Da ist dann alles mit dabei, von der Brille über die Software, über das Gerät selbst. Aber Zielgruppe sind schon eher so Fitnessstudios und nicht ich selber, um mir das ins Wohnzimmer zu stellen. Sind für die aktuelle Version in erster Linie Gyms, Fitnessstudios, Arcades und so weiter. Über kurz oder lang wird es aber auch eine Endkonsumentenversion geben, an der arbeiten wir auch. Das wird aber noch ein paar Monate dauern. Wir wollen das dann schon auch für den Endkonsumenten noch ein bisschen greifbarer machen. Alles klar. Vielen Dank, Johannes, fürs Kommen. Danke dir. Philipp Banse von der DLD 2016 in München für DCP, dcdp.tv. Vielen Dank und bis später.